Willkommen zurück, Leute, zu Tomodachi Live, dem fast allerbesten Spiel aller Zeiten. Man munkelt, dass es ziemlich gut sein soll. Wir gehen in die Mii-Apartments und werden uns dort um weitere Probleme und Ansichten meiner Mies kümmern. Wie zum Beispiel den guten Ben hier, der hat auch eine Meinung, die er uns erzählen möchte. Erzähl mal, Ben, was ist los? Oh, das Ebenbild von Bolo. Schön, dass du auch nochmal kommst. Ja. Komm mal nicht drum rum und du hast Hunger, ich höre es schon, ist alles gut. Bisschen Couscous. Das ist irgendwas mit Reis, ne? So viel kann man schon mal sagen. Was auch immer das. Oh. Ich weiß nicht, ob man Ben wirklich verärgern möchte. Das hat nicht geklappt, aber er ist satt. Also Mock, für Mock wäre das zum Beispiel nicht schlimm. Das ist ja auch so einer, der isst einfach, ne? Ob sie ihm jetzt. Ach, die ist immer noch sauer. Ja, komm, dann vertrag dich halt. Aber ihr braucht nicht glauben, dass ihr mein kleines Mädchen jetzt gleich nackt im Badezimmer seht. Das könnte sowas von knicken. Hallo, Emily. Ich habe mich mit Aslai gestritten. Ich bin so wütend. Fragt euch. Hilf mir lieber erstmal, mich zu beruhigen. Okay. Wie gesagt, kriegt ihr nicht zu sehen, Freunde der Nacht. Das kriegt ihr nicht zu sehen. Soweit kommt es noch. Da gibt es andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Mobilele, ne? Wo ist es denn? Die Spieluhr. Wir beruhigen dich lieber mit der Spieluhr. Darf ich mir das gleich mal anhören? Unbedingt. So, jetzt sollte es dir besser gehen, oder? Alles super? Da wird man ganz ruhig, oder? Absolut. Ich bin schon viel ruhiger. Mal sehen, ob wir uns wieder vertragen können. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Boah, war das nervenaufreibend. Meine Fresse, ich war jetzt echt. Klappt das nicht? Boah. Puh, Nervenkitzel, ne? So, ein bisschen Nervenkitzel hier. Schön. Und sie steigt ein Level auf. Sehr gut. Kriegst mal ein Objekt. Was hast du denn bis jetzt alles? Mobiltelefon. Kriegst mal eine Wii U. Kommt doch jetzt hier Captain Todd bald raus, also von daher sollte man eine Wii U jetzt langsam in seinen Besitz kriegen. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Wird Zeit. Ne? Also. Gut, und Schmacht hast du natürlich auch. Das wissen wir. Magst du denn Couscous? Ich meine, du bist ein Mädchen. Mädchen essen bestimmt Couscous. Kann ich mir vorstellen. Nur so ein. Ja. Ja, das ist ein Frauenessen. Und, auf welchen Platz kommt das? Ist das sogar weit oben, oder? Nö. Die anderen Sachen sind auf jeden Fall noch beliebter bei ihr. Gut, kommst also nach deinem Vater. Sehr schön. Oh, alle am Zocken, ne? Alle am Zocken. Wer kriegt hier ein bisschen Screentime? Diddy, Sven und Tobi. Was spielen die da? Just Dance? Sieht nach Just Dance aus. Naja, gut. Dann spielt es halt. Applejack! Spielst du was Schönes mit mir? Lass uns spielen. Ja, was Schönes? Okay. Oh, es sind so viele neue Miis. Ich kann's nicht, das werde ich nicht schaffen. Wessen Silhouette ist das? Das ist LP André. Das weiß ich. Antwort ist. Bäm. Ich kenn mich aus mit meinen Miis. So, nächster. Wer ist das? Wessen Silhouette ist das? Joffrey. Die richtige Antwort ist. Boah, den haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen, oder? Ich wusste schon gar nicht mehr, dass er da ist. Und die letzte Silhouette. Der Joffrey. Wessen Silhouette ist das? Keine Ahnung. Es ist der Nin-Player? Die richtige Antwort ist. Nin-Player steckte dahinter. Glück gehabt. Das war einfach nur Glück. Bin ganz ehrlich. Oh, wobei? Oh? Die Disco-Kugel wäre aber auch bestimmt cool gewesen. Ich merke, dass du auch Hunger hast. Und du hast noch ein Problem, echt jetzt? War doch nicht wahnsinnig. Das sind immer die Frechen, ne? Du spielst mit denen ein Spiel.
Und dann haben sie immer noch was zu kacken danach. Das ist frech. Ist wieder so, hier hast du ihm einen kleinen Finger gegeben, er reißt dir die Hand ab. Reiß mir doch nicht die Hand ab, Applejack. Du bist auch so ein Ponyhopse-Typ, ne? Applejack, das ist bestimmt so ein Brony-Kram. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Auch noch? Hm, natürlich. Okay, gut. Sonst nichts ist, dann kriegst du... Das Riesen-T-Shirt ist gar nicht so riesig, sehe ich gerade. Ist gar nicht so riesig. Was haben wir denn... Womit können wir dich denn ärgern? Okay, das ist ein Katzenkostüm, das ist ein Hundekostüm. Naja, weiß nicht, ob ich da jetzt einen großen Unterschied sehe. Das weiß ich nicht. Kriegst du halt das Pfoten? Nee. Warte, du bist ja so ein Ponygops. Du kriegst natürlich Katzen. Du bist ein Doppelpunkt-3-Smiley-Typ. Das sehe ich doch. Sehr flauschig. Ha, war klar. Das war klar. Ja, man kennt seine Pappenheimer, ne? Das ist so, die kennst du alle. Das ist so. Okay. Wer will der Nächste sein? Wer wird als Nächstes bestraft? Ist bei Mario zu Besuch. Du hast gefälligst bei Miyamoto zu sein. Guck mal, wie gut der aussieht in seinem Spiegel. Das ist Stieve Örkel. Spielst du was Schönes mit mir? Was Schönes, hast du Lust, Tolles? Was nicht ganz so langweilig ist, ja? Nicht ganz so langweilig? Doppelsilhouettenquiz. Boah, jetzt wird's ja krass, ey. Was für Items sind das? Ist auf jeden Fall ein Plastikpokal. Und klar. Ja, okay. Wenn man sich die Sachen einmal durchliest, dann kann man doch drauf kommen. Ich dachte gerade kurz, das ist schwer. Was für Items sind das? Hm. Okay. Ich bitte euch. Das ist wahrscheinlich Knetgummi, dieses Viereck. Und da drin ist irgendwas. Was man nicht erkennen kann. Entweder eine Frikadelle oder ein Döner. Ich nehme den Döner, weil ich Bock auf einen Döner habe. Es waren eine Frikadelle und ein Knetgummi. Und woher soll ich wissen, dass eine Frikadelle so aussieht? Ernsthaft? Wenn, dann ist das eine Frikadelle auf dem Teller mit Beilagen. Schade, aber das machen wir demnächst nochmal. Nee! Ja. Hau ab! Nimm mir aus den Augen, nimm mir aus den Augen! Fuck. Bri ist ja auch so ein kleiner Star hier in diesem Let's Play, ne? Der kommt ja so oft vor. Ohne Umwege, hier lass uns spielen direkt hier. Zack! Die Aussage zu deinen auf Punkt! So mache ich das. Sonja und Cyber sind beide völlig ausgehungert. Das da gehe ich von aus. Und die korrekte Antwort ist... Das sind immer genau die besten Fragen, weil eigentlich sind alle ausgehungert. Das ist mal gut. Samira und Chrissy gehören zur selben Persönlichkeit. Woher soll ich das wissen? Kann sein. Und die korrekte Antwort ist... Das ist falsch. Woher soll ich es wissen? Ernsthaft? Kann man nicht wissen. Schade, aber das machen wir demnächst nochmal, ja. Das kannst du vielleicht wissen, wenn du 10 Mies hast, die du selber mal erstellt hast, aber wenn du auch Mies, musst du ja alles merken, also das merkt sich doch keine Sau. Sagen wir mal ehrlich. So, Iwata, boah, der Alte. Wie geht's dem eigentlich? Der hat doch Krebs. Wie geht's dem eigentlich? Schön, dich noch einmal zu sehen. Ich meine, den hat man auch schon echt lange nicht mehr gesehen, ne, so direct-mäßig und überhaupt. Weißt du, ich bräuchte ganz dringend 48 Euro. Gibst du mir Kredit? Ich weiß, dass die Wii U nicht gut läuft, aber wirklich? Was? Im Ernst? Ist es so? Eng bei euch? Vielen Dank. Das hilft mir wirklich sehr. Gut. Wird Wollo die Wii U retten? Ein kleines Dankeschön. Jetzt haben wir die Antwort. Ja. Er hat es gerade getan. Sehr schön. Gut. Habe ich die Wii U heute gerettet? Das macht Sinn. Max. Hau dein Begehr mal raus. Was ist los? Schmacht. Errare Humanum. Sehr schön. Was hat der gerade gesagt? Was hat er gesagt? Bock auf eine Chilischote? Und? Ne? Nein? Nicht so seins. Okay, dann gibt's noch ein Panino, oder? Hätte ich jetzt. Ich glaube, die Tomaten würde ich natürlich runterpulen. Und falls natürlich Gurken drauf sind, dann auch. Auch nicht so seins. Ey, du bist auch nie zufrieden. Das ist mir auch egal dann. Immer unzufriedene Leute. Bayonetta! Was möchtest du gerne? Möchtest du jemanden kennenlernen? Schön, dich noch einmal zu sehen. Ebenbild von Bolo. Wir sehen uns am 24.10. spätestens zum Bayonetta 2 Release. Ich wäre so gern mit Cyber befreundet. Hörst du das?
Weißt du, wie ich mich am besten geben soll, wenn ich mit ihm rede? Aufmerksam. Danke für den Tipp. Ich gehe sofort los und rede mit ihm. Viel Spaß, viel Glück. Muss ich mir das wirklich angucken, Bayonetta? Ist das Pflicht? Ja? Okay. Ja, Leute, 24.10. Bayonetta 2 Release. Let's Play kommt natürlich. Ganz klare Sache. Hier nochmal Werbung in eigener Sache an dieser Stelle. Kann man ja mal kurz erwähnen. Ich weiß, es interessiert euch einen Scheiß, aber ich hab's trotzdem erwähnt. Mehr kann ich nicht tun. So. Es ist gut gelaufen. Schön. Mann. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen für das kommende Bayonetta 2 Let's Play, das am 24.10. startet. Am 24.10., ne? Bayonetta 2, hab ich schon erwähnt. Ja, gut. Dann bitte wisst ihr ja Bescheid, worauf ihr wartet. Dankeschön. Ich denke mal 16 Uhr so um den Dreh. Ja, früher. Ja, zwei Parts zum ersten. Wer weiß, ist auch egal. Es ist halt 24.10. Bayonetta 2 Let's Play. So. Ja, komm, arbeiten wir uns hier weiter vor. Tammy, was ist los? Schmacht. Zwei Monate warst du nicht hier? Ebenbild von Bolo. Zwei Monate? Das sind ja ein paar Tage. Nein, magst du's? Ich glaube, das war auch ein Tomodachi Life Code. Da die schon so. Okay, jetzt will er hier ein Spiel spielen, der LP Andre. Du kannst mich jetzt mal. Geh mal bei Darlene vorbei, aber ich glaube, die pennt. Nee, steht auf. Okay. Schauen wir noch, was du möchtest. Ich heiße Darlene und ich mache alles in meinem eigenen Tempo. Treffen wir also zum ersten Mal, oder? Kann das sein? Was könnte ich nur sagen, wenn ich wütend bin? Ich bin so dumm. Warum tue ich es auch immer wieder? Du bist wütend? Sagst du, nerv nicht. Ganz gut. Finde ich ganz gut und das passt. Ich habe auch keinen Bock auf Menschen. Die sollen mich nicht nerven. Nerv nicht. Ja. Krieg ich hin. Aber du könntest noch... Wir müssen jetzt auch ausstatten. Das ist immer doof, ne? Aber wir haben hier ehrlich gesagt nichts... Ja, komm hier, Industrie. Das scheint eine grundsolide Wohnung zu sein. Danke für die neue Einrichtung. Hat eine Menge Stil. Bitteschön. Übrigens, Ich werde pfleglich ja, damit... Ja, gehe ich von aus. So, ich will hier weg. Ich will hier weg, Mensch. Das wollte ich nicht. Kriegst noch ganz schnell was zum Anziehen. Und zwar kriegst du... Was kriegst du denn? Was kriegst du denn? Keine Ahnung. Das Viktorianerkleid hier. Oder Viktorianer, was auch immer. Kleid. Und ich würde sagen, das ist meine letzte Amtshandlung hierfür. Für diesen Part. Wir haben einen Mii verdammt glücklich gemacht am Ende. Das ist immer schön. Da geht man auch mit einem guten Gefühl nach Hause. Ja. Bitte sehr. Total. Ein kleines Dankeschön. Und eine Spieluhr. Nee. Magenmittel. Aber die werden ja alle nicht mehr krank, weil es denen so gut bei mir geht. Ich mich so gut kümmere. Da kann ja keiner mehr krank werden. Und an dieser Stelle sage ich einfach mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Tomodachi Life. Bis dann und ciao.